Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K16 Karriere. Es geht los. Hell in a Cell Triple Threat Match um den Intercontinental Championship. Das wird ein verdammt heißer Ritt. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen werden. Das ist unsere erste Titelverteidigung und es ist direkt mal die größte. Und wir haben noch nie gegen Dolph Ziggler gewonnen und das kommt eben auch noch dazu. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Das wird verdammt schwierig. Aber wir geben natürlich wie immer unser Bestes. Sometimes a superstar just has that look in his eye, and this is one of those times. I can tell you, these guys will fight tooth and nail to be the one to walk out of here tonight with the Intercontinental Championship. Jawohl, Big Bad mit neuem Championship-Ethereal sozusagen. Puh, aber ich bin schon ein bisschen angespannt gerade, das wird alter Schwede. Ich hab ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Weiß ich nicht, ey. Gerade halt auch noch gegen Seth Rollins, weißt du? Das ist ja der amtierende WWE-Champion eigentlich. Und er will scheinbar beide Titel für sich beanspruchen. Keine Ahnung. Und Dolph Ziggler, wie gesagt, haben wir noch nie besiegt in diesem Let's Play. Immer hat er uns irgendwie fertig gemacht. Auch so, wir konnten noch so dominierend sein, wir konnten noch so gut kämpfen und starke Leistungen bringen. Dolph Ziggler war immer derjenige, der uns dann am Ende, ja, irgendwie besiegt hat. Durch Submission, durch Pinfall, whatever. So, und hier kommen unsere Gegner. Introducing the challenger from Hollywood, Florida, weighing in at 218 pounds, Dolph Ziggler. Who can ever forget the night after WrestleMania 29 when Dolph Ziggler cashed in his Money in the Bank contract to capture the World Heavyweight title from Alberto Del Rio? Let me tell you something, that was one of the loudest eruptions I have ever heard. This Dallas crowd is coming unglued in anticipation for this one. Ja, Dolph Ziggler, zweifacher WWE World Heavyweight Champion, beziehungsweise Dolph Ziggler, zweifacher World Heavyweight Champion. Damals den Money in the Bank Koffer eingecashed in der Nacht nach WrestleMania gegen Alberto Del Rio. Puh. Und allgemein ist Superstar, der schon sehr lange in der WWE ist. Damals ja auch bei Spirit Squad sozusagen seine ersten On-TV-Momente gehabt. Damals noch gegen die neue Reunited D-Generation X. Aber das ist alter Tobak. Und hier kommt Seth Rollins. Introducing the challenger from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds. He is the WWE World Heavyweight Champion, Seth Rollins. You know, I hate to be so negative, but this guy deserves every last boo he gets here tonight. The adrenaline running through these two right now has to be at an all-time high. WWE World Heavyweight Champion und er möchte auch noch den Intercontinental Champion. Naja, gut. Wir haben da ja auch noch ein Wörtchen mitzureden, so ist es ja nicht. Und es kommt in diesem Match nicht auf Schönheit an. Ich werde auch nicht danach gehen, dass ich hier irgendwie mordsmäßig voll die krassen Wrestling-Skills auspacke, sondern ich werde so kämpfen, dass wir am ehesten vielleicht eine Chance haben zu gewinnen. Das heißt, vielleicht auch mal einen Rollins starten, vielleicht auch mal einen unfairen Pin, whatever. Damit wir dieses wunderbare Stück Gold weiterhin in unseren Händen tragen können, denn wir haben es ja erst gewonnen. Wir kennen uns ja noch gar nicht so lang. So much anticipation. This is gonna be one for the record books. Luther, Ziggler und Rollins. Das ist die Ringglocke. Und
Go. Dolph Ziggler looks to steal the show every night. Fangen wir gleich mal an hier, oder was? Dolph looks to show off any chance he gets. Everyone knows that. Nein. But if his two opponents aren't careful, this match can be over moments. Oh, zweimal kurz improvisiert, direkt mal zweimal daneben. Bats. Jetzt haben wir getroffen. Was ist jetzt? Was ist denn jetzt? Uts, DDT, jawohl. It looks like they're arguing right now. What is this all about? You know what? I think Seth is telling him okay. to get pinned. This is unbelievable. Willst du mich verarschen? Ich glaube, du bist bescheuert, Alter. Als ob. Was? 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 Ich glaube, er spinnt. It looks like he has other plans. How can you do that to Seth Rollins? He is the future of the WWE. Hätte ich mich da jetzt ernsthaft so ganz stumpf hinlegen können? WTF? He's still down after that move. What? WTF? Powerbomb. Cover. 1, 2. Nein. Boah, krass, die haben ja schon voll den Schaden genommen. So what do you think about Seth Rollins? It's gonna take a lot to take down the champion. But if anybody can do it, I think this is the one. Not suplex. Boy, he just got laid out. Man, that big was a boot. Heavy shot. Das ist ja der Hammer. Die sind ja schon voll angedamaged. Run up! Cover! Cover here. Wow, there's the save. The match schade. Continues. Au. Seth Rollins with good timing here. Au. God, there was nothing accurate about that attempt ja, at offense. Klar. You're being too kind. Geht halt beide auf sich los, ihr Pisser. Some people use other words to describe what we just witnessed. Suplex! Just making his presence felt there. Und Dropkick. What? He's still down after that. What a shot! That was the perfect strike. The Bulldog von Seth Rollins. That wild strike found nothing but und ein schöner air that Power Slam von Dolph Ziggler hinterher. That's what you call swinging for the fences and missing. Aber das Match sollten wir doch jetzt eigentlich easy gewinnen, oder? Oh, was macht er denn jetzt? Dropkick. Ach, Dropkick ist ja schon Elbow auf dem Rücken. Bats. Ey, die gehen jetzt beide auf mich los, Alter. Das kann doch nicht... Ey! Nein! Achso, er kommt mit raus, okay. People have been wanting to see these guys go at it for a long time and by the sound of this crowd, I think they're getting what they wanted. Oh, I think this man means business. Well, out here you have to be able to think on your feet lightning fast. One mistake, one moment of hesitation. Ich glaube, die Q ist doch sogar ausgeschaltet, oder? Ich meine, es gibt doch keine Disqualifikation, weil es doch drei sind jetzt, oder nicht? Wo ist denn das hier? Fähigkeitenliste, Einstellungen, Steuerung? Nee, warte mal. Einstellungen, hier, Blut? Nee, das ist es normalerweise. Aber eigentlich... Komm, wir probieren's mal. Müsste aber eigentlich. I can't believe this is still going on. This has reached the point of savagery. And there's not a doctor or EMT in sight. Harter Schlag von Seth Rollins. Jetzt wirkt er uns auf den Boden. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Oh, ey. Nein! Lass mich halt gehen. Ah. Oh, jetzt geht's auch mal auf sich los, die Seite. Finde ich gut. Ziggler works his way out of trouble. Gib mal einen Ring zurück. And Ziggler's quickness never ceases to amaze me. Wow, that overhand punch started down behind his feet. Gucken wir uns mal an da. Man, that came out of left field. Oh, lass sie mal machen da draußen. Ich meine, ich bin da jetzt nicht gerade böse drin. Die dürfen sich da gerne betteln, wenn sie wollen. Liegt da eigentlich irgendwo mein Titel? Pisst euch! Hey, in den Ring damit. Komm schon. Was ist er denn jetzt? Gosh, the same move over and over. This is relentless. I'm getting tired of watching this. Do something different. Oh, his body has to be broken right now. Ziggler kommt jetzt rein, oder was? Ja,
Ziggler kommt rein. Da. He's bringing it back inside the ring now. I can't blame him. Keep it in the Nein! Ring. Oh, zu langsam. Wir waren zu langsam. Hä? Was ist das denn? Was war das denn gerade? Habt ihr das gesehen? Wir haben falsch in der Ringecke gehangen. Auch nicht schlecht. Walk away with the winner's end of the purse tonight. Boah. Das ist ja in echt tatsächlich der Finisher von Alberto Del Rio. Auch ziemlich lustig. Von Seth Rollins ist das einfach mal so eine Attacke. The ultra-talented Dolph Ziggler's putting on a corner kick tonight. We know Ziggler's can dip. T-bone suplex. Oh man, a T-bone ja, suplex. Ist klar. I love it. Mich verarschen. Still alive. Yeah, Cole. You remember that song back in the day? Staying alive. Bam. Well, that was it in WWE terms. Ist das dein Ernst, Ziggler? How much more? Ist das dein Ernst? There it is. The pop-up power bomb. Ziggler. Oh, man, it's all over, but they're crying after that. Zwei. Nein. Oh, be careful. Seth Rollins can't wait to connect. And now Seth Rollins could have this match Kick. In the bag. Und Big Bad Luther blutet. I don't know how much more damage he can take. This match has taken so much out of this guy. He's not going to give up. But man, this has been physical. Oh! Habe ich die gerade beide erwischt? Krasser Scheiß. I'm not sure he can get back to his feet. Naja, wenn das so ist, dann. Probieren wir es mal. Eins, zwei! Oh. The Intercontinental Championship is on the line. Du willst mir doch bestimmt nur einen Finisher verpassen. Fies dich, Junge. Oh ja, oh ja, oh ja, tu's. Seth Rollins delivers the pain in an astonishing fashion, folks. Ouch. Was geht mit Ziggler? Der steht schon wieder. Bitte. Way down deep if he wants to keep going now. Ziggler stand einfach wieder. Show off. Nee, nicht Show off. Wie heißt der Finisher? Keine Ahnung. Oh, das kann doch nicht sein. Seth Rollins isn't enjoying this moment, bit, folks. Uh-oh, he's in position. Okay, aber er will ihn den Finisher verpassen. Das ist super. Wir müssen halt nur aufstehen. Ja, sehr gut. Aber er reversed ihn. Na, ein bisschen. Nice counter by Ziggler. Yeah, he great reversal. Nein! He's pulling out all the stops tonight. Ist es. Doof bist. Oh, they couldn't find a home for that one. Well, it certainly wasn't due to a lack of trying, Michael. Oops. What a slam. Oh my God, I can't believe it. I'll bet he can't believe it either. That must have felt awful. Look at this, Seth Rollins. He's gotta be out of his mind. Oh nein, nicht schon wieder. Ey, wir haben's. Langsam sind wir echt down, muss ich sagen. Each of these competitors is looking aber er zählt uns an, das ist super. His shoulders are down. The count's broken. Okay. My God, somehow he broke the referee's count. What a battle. Oh man, just when you think this is over, the war wages oh, on. Auf den Stuhl! So much at stake. This is amazing, Cole. Extra slow getting back to his base here. And I think it's obvious that he'll stop at nothing to win here tonight. He'll be feeling the effects of that for a while. What a shot. That did some serious damage. You can't take too many of those and expect to be in the match much longer. Really pushing his opponent to the limit here. Come here! T-Bone! Das kann er. Er konnte. Er fängt schon wieder an. Der ist schon wieder im Ziggler-Modus. Das gibt's doch gar nicht. Der kontert wieder jeden scheiß Move, Alter. Ah! Wie er nichts macht. Gibt's nicht. Wow, what a display of heart and determination. This is a level of destruction no one was expecting. No kidding, this is getting ugly. He's too busy bragging and boasting than battling in this matchup. Okay, wir müssen Punkte sammeln. Digging down sehr gut. He's delivering jetzt a fashion kicking right here. T-bone suplex. Oh man, a jetzt will ich endlich ihn covern. I love it. When you're beat up, the last thing you want er konnte die schon wieder! Das ist so übertrieben. Es ist zu übertrieben. Ganz ehrlich. Dolph Ziggler ist in diesem Spiel zu übertrieben, Alter.
Who knows what kind of hashtags will be seen on social media after this one's all said and done. Der ist viel zu krass einfach. You can't put a price tag on landing that perfect strike. And that nailed him. Nein. And Rollins with the reversal. Das Match macht mich gerade fertig. Hey, what do you want for your last meal? Wir haben beide einen Finisher, wir haben gar keinen, weil unserer zum dritten Mal gekontert wurde. Das kann's nicht sein. Boah, auf dem Stuhl. Ich geh raus. Ja. Sehr gut. Mach dein Finisher. That's called being taken down the hard way. Sometimes it hurts the ego more than the body, but it's pick up the victory. Come on, Big Bad. Come on. Cover him. He thinks he has one, it. Two. This is what makes him the best in the business. The finisher. Bart Suplex. Das kann doch gar nicht sein, Alter. Noch ein Suplex. Seth Rollins macht da gerade einen auf. Ich regeneriere mich mal übelst schnell. Hör mal auf damit. Bart. Look at this man. He's all business. And that's the way he has to be if he wants to win here tonight. Oh man, what strength. What devastating. Nein, er konnte nicht sein, als wir haben kein Counter-Move. Das kann nicht sein. Nein. Hey, what a move. You gotta be kidding me. Ja, verpasst immer deinen Finisher, genau. Wir müssen noch aufstehen. How much more are you willing to pay to win this match? This is unreal. Wieso denn jetzt schon wieder auf mich? Whoa, a direct hit. Talk about getting tagged and knocked in the middle of next week. This man is taking so much out of this guy. He's not gonna give up. But man, this has been physical. Was macht er denn jetzt? Jetzt kommt er hier raus. Ist das dein Ernst? Ja, natürlich, weißt du, ich bin wieder... Ach, komm. Ich bin natürlich wieder langsam, wie Seth Rollins, wie Dolph Ziggler, ne? Dolph Ziggler ist ja hier der King im Ring. Ach, wir müssen zurück in den Ring. Zurück in den Ring. Back into the ring now. Yeah, this is good. This is where the action needs to be. Nice counter by Ziggler. Yeah, he may be a show-off, but he's such an amazing... Komm in den Ring, Ziggler. He's in full-on attack mode now. Nein! Wir haben den falschen Anvisier! Ich hasse dieses Anvisier in diesem Spiel, Alter! It's safe to say the entire WWE locker room has just been put on notice. Ja, f*** dich, Alter! Oh, not again! Not again! Dieses... Man, that's gonna hurt. This is the kind of all-out battle that could end up anywhere, and the idea is to do whatever you need to win. Es war früher so ein geiles System. Es war einfach perfekt. Perfekt war es einfach. Oh nein, man musste ja diesen Nöppel oben da wegmachen. Und auch einen Knopf, dass man da richtig anvisieren kann. Meine Fresse, ey. Boah, regt mich das auf. Sorry, aber ist echt so. Sehr gut. Und jetzt! Komm schon! Come on! Zähl an! Oh man, it's all over but the crying after that. Zwei! Ja! Defending the title decisively. Gats, man! You want to talk about crowd crazy? Im richtigen Moment. Let's go to the highlights here. Boah. Zu krass. Let's see what happened during that incredible. Was für ein krasses Match. Und das war das Ende. Bam. The whole match was Pop-up Powerbomb. Nach einem Superplex. 3. Und Ende. Boah. Und wir sind weiterhin IC Champion. Intercontinental Champion, Big Bad Luther. The referee's 3 count ends this one.
And there's your winner, folks. Man, this guy looks like he's ready to tear through the entire locker room. And I wouldn't put it past him. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. That was quite a triple threat match we just saw. Oh, mal eben wieder ein 20-Minuten-Match gerippt, oder was? Und wir haben nicht Dolph Ziggler gepinnt, ne? Irgendwie war mir das klar, dass das so nicht kommen wird. Aber ganz ehrlich, ey, scheißegal. Hauptsache, wir haben das Match gewonnen. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass wir gegen Dolph Ziggler fehden müssen. Aber irgendwas passiert da jetzt noch. Ah, please welcome my guest tonight. Natürlich. Let's talk about Seth Rollins. Ich will seinen Titel. Seth Rollins tried to get you to lay down and get pinned, essentially handing over the title to him. What were you thinking at that moment? I was thinking about fuck yourself. Ich lege mich für niemanden hin. Außer für Triple H vielleicht. Ich lege mich für niemanden hin. I never laid down for anyone. It's disrespectful to the title. I don't know what Seth Rollins was trying to pull, but I wasn't having it. Earn the title the right way, not by cheap little tricks. Let's talk about what happened out there tonight. Okay. It feels like the authority is very displeased with you. What are your thoughts on that? I say the authority can kiss my ass. Froh, dass sie mich hassen. Triple H erwartet mehr von mir. Ich bin froh, dass sie mich hassen. I wouldn't expect anything less from a group of deceitful, backstabbing snakes. If they hate me, then I'm doing something right. It's as simple as that. Yeah. Oh yeah. Thanks for the time. Back to you. Oh, mal raus da. Tschüssikowski. Blondie. Oh, was ein geiler Pay-Per-View. Also das Match, das Triple Threat Match war im Nachhinein echt super, aber dieses, was mich einfach noch aufregt, ist dieses mit den Indicators, dass es das nicht mehr gibt. Also das Anvisieren, das Targeten quasi, das ist so scheiße geworden. Du musst quasi in die Richtung von dem drücken, aber wenn beide in der gleichen Richtung liegen oder wenn beide an der gleichen Ecke liegen, du kannst dann nicht den anderen anwählen. Das geht nicht. Wie zum Beispiel eben gerade, das war die Situation, Dolph Ziggler kommt rein, oder war das Dolph Ziggler oder umgekehrt? Ja doch, Dolph Ziggler kommt mit dem Stuhl rein und Seth Rollins liegt auf der gleichen Höhe draußen. Du kannst nicht umvisieren. Es funktioniert einfach nicht. Und das ist einfach nur richtig widerlich. Und das ist auch ein krasses Match. Undertaker gegen Sami Zayn im Hell in a Cell. Heiliger Bimbambino. So, wir haben das Booster von Dolph Ziggler freigeschaltet und wir schreiben Monday Night Raw. Die Rivalität ist vorbei. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Neue Raw-Ausgabe, wir sind immer noch Champion und wir müssen gegen Goldust kämpfen. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Wir leiten die nächste Pay-Per-View ein. Diese heißt Survivor Series und ich hoffe, dass du da natürlich auch weiterhin mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei WWE 2K16. Wir hören und sehen uns. Bis dahin. Ciao. Oh, was für ein Pay-Per-View, Alter. Ein Triple Threat Match. 20 Minuten pure Spannung. Und am Ende ist Big Bad Luther der triumphierende Champion. Der triumphierende Intercontinental Champion. Ich bin sehr gespannt, was es wird. Wir schreiben eine neue neuen Pay-Per-View-Monat sozusagen. Die Survivor Series ist on the road. Und wir brauchen eine neue Fehde. Gegen wen wird das wohl sein? Vielleicht erfahren wir es in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.